Verbindlichkeit begrüßen zu dürfen. Und wir möchten euch heute das Modellprojekt Fairstage vorstellen. Und als erstes möchte ich mich auch noch bedanken bei der Kaserne Basel, bei der wir heute sozusagen im virtuellen Raum zu Gast sind. Zuerst aber noch ein paar kurze Worte zu uns, falls ihr euch uns noch nicht kennt. Die Initiative Fairspec, die hatte sich zum Ziel gesetzt, ethische Richtlinien und Arbeitsweisen für die freie Szene zu etablieren. Und deswegen haben wir im letzten Jahr einen intensiven Prozess hinter uns. In vielen Veranstaltungen, wo einige von euch auch anwesend waren, haben wir ja mit etwa 150 TeilnehmerInnen einen Kodex niedergeschrieben. Und jetzt sind wir dabei, Wege zu finden, wie dieser Kodex umgesetzt werden kann. Zum Thema Verbindlichkeit haben wir Fairstage eingeladen. Die Ziele von Fairstage sind diskriminierungsfreie und gute Arbeitsbedingungen für alle festen und freien MitarbeiterInnen an öffentlich finanzierten Berliner Theatern zu schaffen. Und sie haben deswegen im letzten Sommer 2021 einen Prozess gestartet, eine Projektphase durchgeführt, bei dem erstmals alle Beteiligten anwesend waren. Da waren institutionell geförderte Bühnen, aber auch konzeptgeförderte Institutionen aus der freien Szene und VertreterInnen von diversen Verbänden und zivilgesellschaftliche Zusammenschlüsse alle zusammen daran beteiligt, einen Maßnahmenkatalog zu erstellen. Und dieser Katalog, der stellt ganz konkrete Handlungsempfehlungen vor und wendet sich an die unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche. Und wir freuen uns sehr, im Laufe des Morgens heute mehr über diesen Prozess zu erfahren. Kurz zu Fairspec nochmals, wer heute dabei ist. Es ist Diana Rojas-Feile dabei. Sie wird mit mir zusammen, Nadine Schwarz, die Moderation des Morgens übernehmen, sowie Joëlle Jobin, unsere Geschäftsleiterin. Sie macht die Zoom-Regie und stellt auch unsere Gäste von Fairstage vor, Fatima Chaluskan und Annika Happig. Und sie wird auch unsere Fragen bündeln und zusammenstellen in einem ersten Frageblock, den ihr danach gleich noch nutzen könnt. Der Anlass ist eigentlich in zwei größere Blöcke eingeteilt. Es gibt zuerst einen Input, unterbrochen von einem kurzen Frageblock. Dazu könnt ihr eben diese Funktion des Pads wählen, um eure Fragen zu stellen. Und Joëlle wird den Link nochmal zu diesem Pad jetzt in den Chat stellen. Da könnt ihr also eure Fragen notieren. Und nach dem zweiten Input-Block von Fairstage gehen wir dann über in eine offene Diskussion. Und die Veranstaltung, die endet spätestens um 11.45 Uhr heute Morgen. Ziel des heutigen Morgens ist es, mehr zu erfahren von Fairstage und auch herauszufinden, welche Maßnahmen und Herangehensweisen sich für die Schweiz adaptieren lassen und für unseren Kodex nutzen lassen. Ich übergebe jetzt das Wort an Joëlle, die unsere Gäste vorstellt. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Danke, Nadine. Gerne stelle ich erst Annika Happig vor. Sie stammt aus Magdeburg und lebt in Berlin. Sie ist Schauspielerin, Künstlerin und kulturpolitische Akteurin und arbeitet an öffentlich geförderten Theatern in der freien Szene und im Film. Als kulturpolitische Akteurin setzt sich Annika für die Bedeutung und die Belange der darstellenden Künste ein, dies im Spannungsfeld der künstlerischen Praxis und der bildungspolitischen Arbeit. Hierfür ist sie in drei Projekten tätig, zum einen im Ensemble-Netzwerk. Das dürfte vielen von euch schon bekannt sein. Es ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 2015 erfolgreich für die Bedeutung und Bedingungen von künstlerischen Mitarbeiterinnen und Künstlerinnen in Theatern einsetzt. Zudem ist Annika Teil der Initiative Fairstage, die sie heute mit Fatima vorstellt. Und sie ist in dem Forschungsprojekt Systemcheck. Das ist ein Projekt vom Bundesverband für freie darstellende Künste. Dieses untersucht gemeinsam mit dem Ensemble-Netzwerk und anderen Playern die Arbeitsbedingungen in den darstellenden Künsten. Herzlich willkommen, Annika. Schön, dass du da bist. Fatima Chaluskan ist freie Künstlerin, Kuratorin und Beraterin und auch bekannt als Fatima de Bossa. Sie ist Teil des Salon der Perspektiven. Das ist ein Kollektiv für kritische Perspektiven in der Kulturarbeit.
Und seit 2020 ist sie auch Mitgründerin und Herausgeberin des Printmagazins Yalla Salon, das sich unter anderem mit dem Thema der Komplizinnenschaft beschäftigt. Fatima ist überzeugt von der solidarischen Wirkkraft von kollektiver Wissensvermittlung und sie beriet von 2019 bis 2021 Förderprojekte im Auftrag des Förderfonds Interkultur Ruhr. Dieser beschäftigt sich seit 8 Jahren anhand künstlerischer Kooperationen, Netzwerkaktivitäten und dem Förderfonds eben, für den Fatima tätig ist, mit der Vielfalt von Alltagswelten und kultureller Arbeit im Ruhrgebiet, denn das Ruhrgebiet ist Heimat für Menschen aus über 200 Herkunftsländern. Zudem ist sie im Kuratorium des Fonds Darstellende Künste, der jährlich den Tabori-Preis vergibt. Das ist die bundesweit höchste Auszeichnung für die freien darstellenden Künste. Seit 2020 ist Fatima Co-Leiterin der Beratungsstelle des Performing Art Programms Berlin und seit 2021 Teil der Initiative Fair Stage und sie war Co-Autorin des Maßnahmenkatalogs, den Annika und Fatima heute vorstellen. Herzlich willkommen, Fatima, schön, dass du da bist. Für den Fairspec-Blog haben wir eine junge Autorin gewinnen können, Susanne Retznick. Susanne schreibt am liebsten über die kleinen und auch großen Dinge des Alltags. Was dabei zu den großen und was zu den kleinen Dingen zählt, ist dabei stets Perspektive. Sie liebt Menschen und deren Geschichten, die Details ihrer Umwelt sowie die Begebenheiten, die das bunte Leben mit sich bringt. Susanne studiert Multimedia Production in Bern und fängt gefühlt jede Woche eine neue Sprache auf Duolingo an, nur um sie dann für eine andere Sprache wieder links liegen zu lassen. Herzlich willkommen, Susanne. Schön, dass du auch da bist. Und hiermit gebe ich weiter an Annika und Fatima. Ja, vielen Dank und einen wunderschönen guten Morgen in die Runde von mir. Fatima fängt jetzt an, die Präsentation zu teilen. Dann können wir einmal kurz durchgehen, was euch jetzt gleich die nächsten circa 30 Minuten erwartet. Und auch herzlichen Dank an Fairspec für die freundliche Einladung schon mal vorab. Genau, heute geht es um, Fatima, wir können mal gleich die nächste Folie zeigen. Das ist ein kleiner Überblick für euch. Ich werde jetzt einmal reingehen in die Entstehungsgeschichte und Genese, damit ihr mal versteht, woher wir eigentlich kommen. Wir haben das Ding Fair Stage ja rasant in einem ICE-Tempo 6 Monate durchgeboxt. Dazu später gerne mehr. Fatima geht dann auf den Prozess und die Tools ein. Dann würden wir gerne euch 10 Minuten geben, dass ihr uns schon mal die ersten Fragen stellen könnt, damit die nicht verloren gehen. Manchmal eilt es ja und pressiert es und man möchte ganz schnell sofort was wissen. Dem wollten wir gerne Raum geben. Dann werde ich weitermachen mit dem Maßnahmenkatalog, eine kleine Vorstellung. Und Fatima geht dann wieder auf den Punkt 5 ein, Ausblick und nächste Schritte. Wir geben euch einmal unseren Kontakt, falls ihr Lust habt, danach noch mit der Initiative in Kontakt zu treten. Und dann freuen wir uns später auf die Diskussion. Und dann geht es auch schon los mit der Entstehungsgeschichte. Also die Ausgangslage und die Motivation für die Gründung von Fair Stage und für die Initiation, also für die Initiative, waren 2020, 2021. Vorwürfe über Machtmissbrauch, verbale Gewalt, Einschüchterung, rassistische Vorfälle, aber auch Debatten um Ausfallhonorare oder Nichtverlängerungen, überwiegend in der Corona-Zeit. Ich denke, das ist auch in der Schweiz angekommen, diese Debatte, denn das ist ja ein gesamtdeutsches Phänomen, aber auch ein gesamtdeutschsprachiges Phänomen in der Kunst- und Kulturbranche. Wir sehen also mittlerweile, und das ist jetzt verkürzt von mir, seit der MeToo-Debatte, ich bitte jetzt um Verständnis, dass das kurz verkürzt ist, aber im Prinzip ist das die Zäsur, in der wir sagen können, da sehen wir eine Tendenz, dass sich die KünstlerInnen zunehmend an die Öffentlichkeit wagen, sich trauen, um eben über Missstände in den Kultureinrichtungen zu berichten. So eben auch in Berlin. Und eben andererseits diese Personen bereits treffende Analysen zu den strukturellen Ursachen hinter den Vorfällen formulieren und diese Analysen auch schon vorhanden sind. Diese sind eben zum Beispiel bei den Arbeitgeberverbänden, bei den Interessenvertretungen, bei den zivilgesellschaftlichen Initiativen und Verbänden. Da gibt es einfach eine Vielzahl von Materialien, von Betriebsvereinbarungen, von Kodizes, so wie bei euch jetzt auch, Selbstverpflichtungen, Zielepapieren und andere Forderungen. Und das haben sozusagen diese Verbände einzeln schon aufgeschrieben und adressiert.
dann war das eben so, dass es letztes Jahr in Berlin, vor allem vorwiegend während der Pause und Corona, kulminierten diese Vorfälle in einem sehr dichten, kurzen Zeitraum. Ich nenne jetzt hier nur mal einige, ohne das zu bewerten. Ich spreche hier zum Beispiel von der Volksbühne, vom Maxim-Gorki-Theater, vom Theater an der Parkaue, vom Berliner Staatsballett und so weiter. Und man kann eben sagen, in diesem günstigen politischen Zeitfenster haben sich Diversity Arts Culture, Ensemble Netzwerk und der LAFT Berlin eben zusammengesetzt und gesagt, wir brauchen jetzt ein Modellprojekt. Das Modellprojekt hieß dann Fair Stage für diskriminierungsfreie und gute Arbeitsbedingungen an den Berliner Sprechtheatern. Das haben wir initiiert und wurde auch durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördert. Das heißt, wir hatten auch einen klaren politischen Auftrag. Für euch zur Einordnung, wer sind diese Verbände? Diversity Arts Culture, vielleicht Fatima, kannst du auch einen Link noch reinstellen, ist die Konzeptions- und Beratungsstelle für Diversitätsentwicklung im Berliner Kulturbetrieb. Es gibt sie seit 2017. Und seit 2017 berät eben der DAC Kulturinstitutionen zu machtkritischen Veränderungsprozessen und stärkt auch Kulturschaffende, die im Kulturbetrieb diskriminiert werden. Der LAFT Berlin vertritt die Interessen von über 400 AkteurInnen in den freien darstellenden Künsten, natürlich in Berlin. Unter den Mitgliedern finden sich sowohl Einzelkünstlerinnen als auch Kollektive, ebenso wie Spielstätten, Proben- und Arbeitsorte und institutionell geförderte Produktionsorte. Neben der Interessenvertretung und der solidarischen Vernetzung organisiert der Verband im Performing Arts Program, das ist kurz das PAP, vielleicht gibt es da auch gleich noch einen schönen Link von Fatima, professionelle Beratungsservice- und Weiterbildungsstrukturen für die freien darstellenden Künste und ist Träger des jährlichen Performing Arts Festivals Berlin. Diese Institution ist im deutschsprachigen Raum relativ einmalig. Es gibt sie nur in wenigen Ländern vergleichbar. Also da versuchen wirklich viele Bundesländer auch nachzuziehen und nehmen das PAP als sehr gutes Beispiel dafür, die freie Szene auch strukturell zu stärken. Und Ensemble-Netzwerk, ich war lange im Vorstand, ich habe das seit 2021 abgegeben, weil ich mittlerweile ein Festival leite und ich auch geglaubt oder wir als Vorstand auch geglaubt haben, es ist jetzt mal Zeit, dass auch neue Leute da reinkommen. Das heißt, wir waren vorher ein 8-köpfiger Vorstand, jetzt sind es 11. Und das Ensemble-Netzwerk setzt sich ein für die Bedeutung und Bedingungen in den darstellenden Künsten, vorwiegend an den öffentlich geförderten Theatern, mittlerweile auch für die freien Künste. Und unser Hauptaugenmerk liegt natürlich zunächst eindeutig auf den Arbeitsbedingungen, die wir in den Zielen 3000 in den Begriffen Zeit, Geld, Teilhabe und Respekt formuliert haben. Und mit mittlerweile 1200 Mitgliedern, die ein Seismograf auch aktueller Brennpunkte der Branche für uns sind, reflektieren wir eben strukturelle Ungerechtigkeiten im Sinne der Arbeitsbedingungen und fassen das in unterschiedlichen Berufsgruppen im Verein zusammen und gehen dem auf den Grund. Und das mündet in der jährlichen Branchenkonferenz die bundesweite Ensembleversammlung. War schon beispielsweise schon in Bochum an der Volksbühne, aber auch in Potsdam und Bonn. Jetzt stellten sich natürlich am Anfang wieder viele die Frage, warum diese drei AkteurInnen, wo ist der Arbeitgeberverband, wo ist die Gewerkschaft? Der Berliner Senat wollte das ganz gezielt, dass es eben diese drei AkteurInnen sind, weil wir eine große Credibility und auch ein Vertrauen der Basis mitbringen, weil wir eben uns für die Belange dieser Menschen einsetzen. Und einerseits die Expertise der Basis in das Projekt mit dem gesammelten Wissen und der Praktiken um die Missstände in dem Bereich einbringen konnten, aber gleichzeitig auch natürlich durch unsere kulturpolitische Erfahrung auch Kenntnisse mitbringen, wie wir das umsetzen können. Also Ideen entwickeln, Bestrebungen, Initiativen zur Verbesserung dieser Situation und das aus verschiedenen Blickwinkeln. Wir sind also quasi, wenn man es mal verkürzt sagen will, am Puls der Theaterschaffenden. Wie ist Fair Stage bisher organisiert? Da wird Fatima noch genauer drauf eingehen. Ich will es aber der Vollständigkeit halber in der Genese einmal noch mal sagen. Es gab eine Redaktions- und AutorInnengruppe, ein Team, das sozusagen Tag und Nacht gefühlt damit beschäftigt war, zu schreiben, diesen Katalog zu schreiben.
Und der ist durch viele, viele Phasen durchgegangen und wurde durchmassiert, bis es auf diese 9 Seiten am Ende dann kam. Es gab eine Projekt- und Steuerungsgruppe, da war ich beispielsweise dabei. Unsere Aufgabe war es eben, projektverantwortlich zu gucken, welche Schwerpunkte brauchen wir, Entscheidungen zu treffen, wer fehlt, wie wird es organisiert und eben dieses Projekt auch nach außen hin zu vertreten. Und das darf auch nicht fehlen, das war ganz wichtig. Es gab ein Projektmanagement, das ist für die Finanzen zuständig und die gesamte Betreuung des Projektes. Wir haben das angefangen im Mai, das Projekt 2021, und die Veröffentlichung des Kataloges war am 10. September 2021. Ich habe das bereits erwähnt, das war knapp ein halbes Jahr, das ging wahnsinnig schnell. Wir hatten einen hohen Druck, weil es im September in Berlin, in Deutschland generell, Wahlen gab. Und wir wollten, dass dieser Katalog vor den Wahlen veröffentlicht wird. Das ist natürlich ganz klar, damit eben die politischen Parteien, die sich wieder zur Wahl gestellt haben, auch darauf beziehen konnten und wir sie sozusagen am Ende auch verhaften konnten, zu sagen, Leute, ihr wolltet das Projekt, da ist der Katalog, das muss jetzt rein mit in den Wahlkampf und auch am Ende mit in die Verhandlungen zum sogenannten Koalitionsvertrag. Und es ist uns gelungen, das ist wirklich, da sind wir wahnsinnig stolz drauf, große Teile dieses Maßnahmenkataloges in den Koalitionsvertrag schwarz auf weiß reingeschrieben zu bekommen. Das heißt, es gibt wirklich Passagen, die 1:1 Copy-Paste rübergegangen sind. Von September bis Februar, also jetzt bis Ende Februar, haben wir uns dann auf die Konferenz, auf die Branchenkonferenz konzentriert, Late to the Game. Vielleicht waren einige von euch und Ihnen auch da. Und da ging es nur verkürzt um Good Practices. Wir hatten auch Schweizer Kolleginnen auf dem Panel sitzen und Diskussionsrunden. Wir wollten sozusagen den Berliner Horizont ein wenig erweitern und auch mal sagen, was machen die anderen, um zu schauen, was können wir denn jetzt konkret von diesen Maßnahmen umsetzen. Und vor allen Dingen ist ja dann immer nicht nur die Frage, was, sondern wie. Ich denke, der Unterschied zwischen unserem Maßnahmenkatalog und eurem Kodex von Fairspec ist ganz klar, dass wir einen politischen Auftrag hatten und deswegen auch einen gewissen Rückhalt haben, der allerdings durch die Basis formuliert und dann darüber auch getragen wurde. Und ihr kommt, wenn ich das richtig verstehe, in der Initiative von der Basis aus. Und ich denke, da ist für mich, weil das war die Frage im Vorgespräch, ein eindeutiger Unterschied auch im Wirkungsgrad bisher. Fatima, den würde ich jetzt mal an dich abgeben. Soweit. Alles klar, vielen Dank. Genau, ich bin Fatima Czaluszkan. Vielen Dank für deine Ausführungen bislang, Annika. Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Vielleicht noch so ein kurzer technischer Hinweis. Ich teile heute die Präsentation, deswegen kann ich leider keine Links oder Ähnliches teilen. Also falls uns da jemand anders unterstützen könnte, wäre das total super. Genau, ich kann das eben gerade nicht machen, falls jemand sehnsüchtig gewartet hat auf die Links der beteiligten AkteurInnen. Genau, vielen Dank dafür. Ich werde jetzt auch kurz und knackig, so gut es geht, versuchen, ein bisschen tiefer einzugehen und die Punkte etwas anzureißen, die Annika gerade genannt hat, und würde an der Stelle eben anfangen mit quasi der Entwicklung und dem Vorgehen von Fairstage. Da hat Annika schon viele wichtige Sachen gesagt. Wir haben im Frühjahr letzten Jahres gestartet und haben erstmalig eben in Berlin Beteiligungsforen von unterschiedlichen AkteurInnen ins Leben gerufen, also institutionell geförderte Bühnen, konzeptgeförderte Ankerinstitutionen der freien Szene. Wir können gerne später auch nochmal darüber sprechen, was das konkret bedeutet. Das hat auch was mit Fördersystemen zu tun. Das ist vielleicht ganz interessant. VertreterInnen von Verbänden, Initiativen und natürlich Politik und Verwaltung. Das hat auch einen Grund, da kann ich später nochmal drauf eingehen, warum es diese AkteurInnen sind. Und erstmalig, also das ist so von dem, was wir wissen und sagen können, das ist erstmalig in der Komplexität eben ein Zusammenschluss und eine Diskussions- und Austauschrunde in Berlin auf jeden Fall gab. Genau, und wir haben uns im Wesentlichen im vergangenen Jahr auf die Entwicklung des Maßnahmenkatalogs fokussiert. Und die Entwicklung dieses Maßnahmenkatalogs hat eigentlich drei wesentliche Merkmale. Das erste ist eben, dass wir uns in diesem Katalog
fast ausschließlich auf bereits bestehende Paper, Forderungskataloge, Kodexes und Ähnliches berufen. Und das heißt, wir haben zu Beginn des Projektes einmal selbst recherchiert, was gibt es eigentlich in Berlin und bundesweit beziehungsweise im deutschsprachigen Raum überhaupt an bisherigen Forderungen, vor allen Dingen durch Interessenvertretungen, aber auch durch kulturpolitische Initiativen, AktivistInnen und Ähnliches. So unsere These dabei war eben, es ist jetzt nichts Neues, was wir mit diesem Maßnahmenkatalog in die Welt setzen. Und das ist auch gar nicht das Ziel des Ganzen gewesen, zu sagen, okay, jetzt gibt es einen neuen Maßnahmenkatalog und wir rollen das Feld nochmal von vorne auf, sondern wir wollten eben auf der Expertise, der jahrzehntelangen Expertise vieler weiterer AkteurInnen darauf aufbauen. Aber wir wollten quasi eine bestimmte Struktur in diesem Katalog entwickeln. Und zu der Struktur komme ich gleich nochmal. Denn wir haben eine Eigenrecherche betrieben, aber wir haben eben auch all diese Stakeholder, von denen ich vorhin gesprochen habe, vor allen Dingen die Initiativen, Verbände und Theater eben auch befragt, was habt ihr denn schon eigentlich an Materialien? Ja, es gibt natürlich auch in Berlin, es gibt ja eine sehr, sehr große Spielstättenlandschaft dort. Also wir haben natürlich die Stadttheater, was auch einige sind, aber wir haben auch eine wirklich große Anzahl an freien Spielstätten, die natürlich auch eben schon teilweise auf unterschiedlichen Ebenen auch viel arbeiten. Insofern gibt es da auch ganz viel Wissen, auf das wir zurückgreifen konnten. Und in unserem gemeinsamen Treffen mit den Stakeholdern waren sie auch alle immer sehr kooperativ und haben uns auch ihre Materialien zur Verfügung gestellt. So, und wenn man sich den Maßnahmenkatalog heute ansieht, dann gibt es einen relativ langen Appendix. Und dort können dann eben eigentlich so gut wie alle Papiere dann auch nochmal mit einem Link nachgeschaut werden. Manchmal haben wir auch interne Papiere bekommen. Die waren dann natürlich für unsere Auswertung interessant, aber die sind unveröffentlicht. Und die Methode, ganz kurz, ist es angelehnt an eine Diskursanalyse. Das heißt, wir haben die Papiere geclustert und sortiert und dann haben wir sie nach AdressatInnen geordnet. Und das ist das zweite Wesensmerkmal, was sehr, sehr wichtig ist für den Katalog, nämlich, dass wir gesagt haben, oder auch die Idee und der Wunsch auch bestand, wir müssen ganz genau schauen, welche Forderung sich an welche AdressatIn richtet. Also was kann ganz genau das Abgeordnetenhaus zu Berlin tun? Was kann ganz genau die Senatsverwaltung tun? Was kann ganz genau in den Spielstätten getan werden? Das ist für uns eine wesentlich wichtige Sortierung gewesen, da ganz genau zu schauen, welche politische, kulturpolitische Forderung, struktureller Veränderungsvorschlag, welches Handlungsfeld kann man ganz genau welchen AkteurInnen zuordnen. Und dahingehend ist auch der Maßnahmenkatalog strukturiert. Und man kann, glaube ich, auch sehr gut feststellen in einem Katalog, dass auch die Sprache und die AdressatInnenorientierung natürlich auch sehr, sehr wesentlich daran angeschlossen ist im Maßnahmenkatalog. Also er hat auch eine sehr besondere Sprache, sie ist sehr zielgerichtet. Ich würde auch sagen, sie hat so, sie ist, rekurriert auch sehr auf, sagen wir mal, so eine bürokratische Ebene auch, die eben für Leitungspositionen eben sie handlungsfähig macht oder so sie unterstützt, handlungsfähig zu werden und eben so hingehend formuliert ist, dass es auch wirklich in ganz konkrete politische und administrative Maßnahmen überführt werden kann. So, und die dritte Folie eben dabei, ich habe es auch schon so ein bisschen angesprochen vorhin, sind eben die Beteiligungsforen, der regelmäßige Austausch. Wir hatten 4 interne Besprechungen gehabt, zu denen wir eben die genannten Stakeholder alle eingeladen haben, weil wir haben gesagt, wenn es eben ganz konkret 5 AdressatInnen gibt, dann müssen wir sie auch natürlich einladen zu einem gemeinsamen Gespräch. Und dort miteinander sich auszutauschen über bestimmte Dinge. Und dazu komme ich jetzt, nämlich die Prozesse und Tools. Weil nämlich das Partizipationsverfahren bzw. die Beteiligungsforen so wichtig für den ganzen Prozess sind, wollen wir dann noch mal gesondert darauf eingehen. Ich glaube, das Wichtige dabei ist einmal, dass wir eben vor allen Dingen digitale Treffen hatten. Das heißt, vor allen Dingen werden ausschließlich digitale Treffen bis hin zu der Konferenz vor 2 Wochen, die eben auch digital war. Warum, muss man, glaube ich, gerade nicht mehr so ausführen. Das ganze Projekt hat aber trotzdem sehr gut funktioniert und wir müssen auch sagen, dass in den Beteiligungsforen
wirklich der Rücklauf sehr, sehr gut war. Also wir hatten von 30 bis 70 TeilnehmerInnen regelmäßig dabei. Es hat so ein bisschen geschwankt, weil ich glaube, eine Sitzung fiel auch ein bisschen noch in die Theaterpausenzeit. Deswegen war der Rücklauf ein bisschen kleiner gewesen. Aber so im Schnitt hatten wir eben eine wirklich gute Rücklaufquote gehabt bei den Sitzungen und konnten wirklich sehr, sehr konzentriert miteinander arbeiten. Und das war ganz wesentlich für den Prozess des Maßnahmenkatalogs gewesen, dahingehend, dass wir im Redaktionsteam eine Skizze angelegt haben des Maßnahmenkatalogs und sie dann diesem gesamten Beteiligungsforen, also allen Stakeholdern, den Adressatinnen, die ich gerade genannt habe, die gesagt haben, okay, ich nehme mir Zeit für diesen Prozess. Dieser Maßnahmenkatalog ist wichtig, er betrifft auch uns, er betrifft auch unser Haus. Wir möchten gerne dort mitdenken und mitarbeiten. Wir haben das im Vorfeld zugeschickt bekommen, sie konnten es sich durchlesen und wir haben dann in diesen Beteiligungsforen sehr, sehr konstruktiv und auch sehr, sehr kritisch immer darüber sprechen können. Das heißt, wir haben uns dann aufgeteilt und es war wirklich teilweise so, dass eben auch die Leitungsebenen an den Häusern sich den Katalog angesehen haben und wirklich ganz genau geschaut haben, was ist wirklich auch praktikabel. Gibt es ein Handlungsfeld, das uns zum Beispiel anspricht und wo wir sagen, es ist schwierig in der Umsetzung, man müsste hier und da noch schauen, um es eben auch zu verbessern. Und dahingehend konnten wir dann auch ganz gut auch Formulierungen verbessern. Insofern würde ich sagen, dieser Maßnahmenkatalog ist auch ein Ergebnis der Arbeit sehr, sehr vieler Menschen, wofür wir auch sehr dankbar sind. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wesentlich für den weiteren Verlauf des Projektes. Und ich glaube auch ganz wesentlich auch dafür, für den, würde ich sagen, auch Erfolg dieses Beteiligungsforums, auch wirklich alle Menschen aktiv daran zu beteiligen, wirklich auch Veränderungen da in Gang zu setzen. Genau, und so ging es dann immer weiter, bis wir irgendwann dann im September eben, wie Annika gesagt hat, zu den Wahlen das Ganze abschließen konnten und den Katalog dann auch veröffentlichen konnten in einer öffentlichen Sitzung mit Präsentation und allem und darüber auch nochmal miteinander ins Gespräch gehen konnten. So, das war das jetzt im Schnelldurchlauf einmal. Ich hoffe, die wichtigsten Punkte mit euch teilen zu können. Genau, und wir können jetzt direkt ins Q&A gehen, wenn es hier schon Fragen gibt an der Stelle. Oh, also ich habe gerade kurz geguckt. Es gibt zwei Fragen. Zum einen, welcher Zeitaufwand entstand für die Beteiligten und wurden die Stakeholder für die Mitarbeit bezahlt? Ja, soll ich das mal kurz, soll ich da schon mal reingehen oder Fatima, möchtest du? Gerne. Ja, genau, das ist tatsächlich eine total spannende Frage, weil das eher im Laufe der Sitzungen rausgekommen ist, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen den institutionell geförderten Theatern, die das in ihrer Arbeitszeit machen und die natürlich dafür bezahlt werden, und den EhrenämtlerInnen, also die Leute, die sich in zivilgesellschaftlichen Initiativen tummeln sozusagen, die haben nichts dafür bekommen. Und das war natürlich ein Learning auch für unsere Initiative, dass wir gesagt haben, das ist eine Leerstelle und das müssen wir nächstes Mal besser machen, dass es nämlich, wie nennen wir das, Fatima, dass es Sitzungsgelder gibt für diese Leute. Es nennt sich dann sogenannte Aufwandsentschädigung. Und das war uns vorher nicht so klar, das ist aber auch dem rasanten Start des Projektes geschuldet, dass wir dahin gar nicht denken konnten, würden wir aber gerne in der nächsten Phase, die wir machen wollen, mit andenken. Und das muss unbedingt mit rein, weil wir sonst die Basis nämlich verlieren, die Leute, die in der freien Szene arbeiten und die davon leben müssen und deren Arbeitszeit das ist und das auch anerkennen müssen und auch wollen. Genau, und ich glaube, aus so einer ersten Projektphase gibt es auch ganz gute Learnings, die man mitnehmen kann. Also wir konnten natürlich auch nicht abschätzen, wie der Rücklauf tatsächlich ist. Also wir haben natürlich sehr positiv gehofft, dass viele Menschen sich beteiligen. Und es sind dann aber noch mehr geworden tatsächlich, glaube ich, als wir am Anfang damit gerechnet haben. Und deswegen, glaube ich, sind da so die Prämissen auch ein bisschen andere. Und für die nächste Projektphase, ja, also es muss ja auch alles vorbereitet werden und so weiter. Und das ist ja auch irgendwie die Frage dann so, wie kann man das so aufbereiten, dass auch alle irgendwie einen einfachen Zugang zu solchen Prozessen dann haben und auch irgendwie so eine gute Verteilung stattfindet, dass es auch es jetzt nicht so zu Ungerechtigkeiten kommt oder ähnliches. Und dass es eben auch ein Budget gibt, was es hergibt. Also
bei solchen Projekten, ich glaube auch, wenn wir so eine Präsentation wie heute machen, dann klingt das immer alles so nach großer Struktur und ganz viel Backup, was dahinter ist. Aber tatsächlich ist dem ja auch nicht so. Also es gab für dieses Projekt eben so eine kleine Projektförderung, die uns so ins Arbeiten bringen konnte und die so ein bisschen das Team finanziell unterstützen konnte, so dass wir ja eben auch arbeiten konnten, dass es eben auch eine Schreibgruppe gab und eine Steuerungsgruppe und Ähnliches. Aber das war alles extrem überschaubar gewesen. So, ne? Und ich meine, das Team ist jetzt auch nicht super groß. Also ich glaube, wir sind, wie viele Leute, Annika? Ich bin mir, müsste ich noch wir mal sind so zwischen 8 und 10 Leuten gewesen. Genau. Genau. Keine, also ja, wie Martin das auch gesagt hat, da kann halt keiner von leben. Das muss allen hier klar sein. Ne? Wir sind nicht ein halbes Jahr angestellt worden oder so. So war das nicht. Wir mussten alle, wie das eben so ist, die Spinne auf 8 Beinen noch in anderen Projekten tätig sein, um unsere Miete zu zahlen. Das ist, glaube ich, auch völlig okay. Deswegen, also ich, das ist jetzt keine Rumgeheule oder so, aber das hat das jetzt mit sich gehabt, die erste Projektphase. Und das ist auch eine Sache, wo wir sagen müssen, in der zweiten Phase, Leute, das müssen wir anders machen. Da steckt eben auch sehr viel Herzblut dahinter. Das sieht man ja schon in der Zusammensetzung der Initiativen. Wir hatten jetzt auch die Chance, auch durch politische Legitimation unsere Ziele mit in diesen Katalog zu bringen. Das ist einfach eine nächste Ebene. Die ist halt einfach wahnsinnig wichtig in unserer kulturpolitischen Arbeit. Genau, und dann gibt es noch zwei Fragen, die vielleicht, die könnte man vielleicht kombinieren. Also zum einen, weil Fairspec geht auch in Richtung Maßnahmen. Was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen in Bezug auf den Prozess? Und was wäre gewesen, wenn ihr 5-mal so viel Zeit gehabt hättet? Also hätte es auch Vor- oder auch Nachteile gegeben? Das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, am Ende gehen wir noch mal ein bisschen darauf ein, weil wir auch versucht haben, im Prozess uns so ein bisschen auch kritisch zu reflektieren. So, wenn wir es natürlich auch von anderen erwarten, müssen wir es natürlich auch an den eigenen Prozess auch tun. Und ich glaube, die Frage von Zeit und von dem, was wir anders machen, geht sehr Hand in Hand, weil natürlich ein Vorhaben, was in einem halben Jahr bewerkstelligt werden muss, weil es da ein klares zeitliches Ziel gibt, führt einfach auch zu Ausschlüssen. Ein Ausschluss ist natürlich die finanzielle Ebene, die wir gerade angesprochen haben, so, also muss es sich auch leisten können, Teil von so einem Projekt zu sein oder in solchen Beteiligungsforen eben auch dabei zu sein. Und das andere ist natürlich auch, dass aufgrund von auch unterschiedlichen, sagen wir mal so, Konstituiertheiten oder auch einfach einer Ressourcenfrage es einfach auch nicht möglich ist, bestimmten Personengruppen in dieser zeitlichen Taktung auch eben dabei zu sein. Ja? Oder wir haben auch gesagt, es gibt bestimmte Expertisen, die wir auch gerne einfach im Prozess stärker mit einbinden wollten, aber das halt einfach aufgrund der knappen Zeit nicht möglich ist. Das heißt also, und das ist auch so ein bisschen der Blick später, wir greifen das nur so kurz vorweg, würde natürlich auch mehr Zeit für uns auch bedeuten, viel mehr Perspektiven und viel mehr Expertise in den Prozess mit einzubringen, was sehr wichtig wäre. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit und auch noch eine Frage, und zwar, wie viel Überzeugungsarbeit war nötig, um die verschiedenen Akteurinnen in den Prozess zu involvieren? Was sagen? Ja, ich finde, das ist auch wieder so eine schöne Frage. Das ist ganz unterschiedlich. Man muss immer genau gucken, wer war die Gruppe oder die Adressatin, mit welcher Kraft und welcher Power. Also wenn wir vom Arbeitgeberverband zum Beispiel reden, dann gab es immer eine Anwesenheit, und das hat einen ganz banalen Grund, weil der Geldgeber hat das initiiert und der Geldgeber erwartet natürlich, dass die Leitungen da sitzen, denn die Senatsverwaltung saß da eben auch. Das heißt nicht, dass die überprüfen, dass sie anwesend sind, aber ihr kennt das, es gibt so einen latenten Druck und dann will jeder dabei sein, weil sie ja mit den Geldern, eben mit den öffentlichen Geldern finanziert werden. Aber es gab auch eine große Spannung am Anfang zwischen dem Arbeitgeberverband, denn er hat es nicht verstanden, warum er nicht in der Lenkungsgruppe ist, warum er das denn nicht mit steuert. Und das ist, glaube ich, etwas, da gab es ganz große Überzeugungsarbeit, dass wir die erstmal verstehen mussten, dass das wichtig ist, dass jemand in der Hierarchieebene Entscheidungen über Verträge und so weiter trifft, dass es ganz wichtig ist, dass sie eben nicht in der Steuerungsgruppe sitzen, sondern die Menschen, die davon in Anführungsstrichen betroffen sind, die täglich, genau, also obwohl das reicht eigentlich schon, die davon betroffen sind. Ich meine, das ist ja relativ klar.
Und das hat ein paar Sitzungen gedauert und dann waren sie aber auch, ne, Fatima, irgendwann dann relativ besänftigt und auch immer dabei. Und bei, wie das eben so ist, bei den zivilgesellschaftlichen Initiativen, die waren alle da. Weil das ist deren Herzensthema. Ne? Das, die haben ihre Kataloge abgegeben, ihre Ziele, ihre Forderungen, ihre Kodizes. Die wollen natürlich, dass das in den politischen Prozess mit einfließt. Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass es keine großen Überzeugungen unsererseits brauchte. Wir sind relativ stoisch durch diesen Prozess gegangen und mussten nur ab und zu eben den Arbeitgeberverband erklären, warum es eben wichtig ist, dass jetzt hier die Basis dieses Projekt macht. Eigentlich musste man das auch nicht erklären, finde ich, weil wir waren politisch legitimiert. Das ist auch ein relativ ein Satz gewesen, den ich immer gesagt habe. Wir sind politisch legitimiert, wir haben den Auftrag von der Senatsverwaltung. Fragen Sie doch den Geldgeber, warum wir das sind. Aber trotzdem haben wir das immer relativ kollegial gelöst. Ja, ich glaube auch. Ich meine, ach so, bitte. Nee, sorry. Tag, nein, ich wollte nur ergänzen, wir haben ja auch mal sehr viele Theater auch dabei gehabt, Spielstätten dabei gehabt, auch so von Stadttheatern, auch durch die Leitungsebene. Ne? Also so jetzt nicht im Mittelbau der Theater, sondern auch auf der Leitungsebene, was auch einen sehr positiven Effekt hatte. Und da hatte ich auch das Gefühl, es gibt ja auch schon viele Dinge, die in den Häusern angelegt sind. Und es ist auch manchmal so die Frage davon, wie könnte man bestimmte Prozesse auch kanalisieren, dass auch Handlungsfelder auch wirklich in die Praxis übertragen werden können. Und ich glaube, da gab es auch, wahrscheinlich auch mit der Expertise, die auch dahinter steht, auch so den Wunsch und die Hoffnung, dass wir mit Fairstage einen Prozess einleiten, der dem zuträglich ist. Und ich glaube auch noch eine Sache, die auch ganz wichtig ist, ist natürlich, dass es hier in diesem Prozess auch erstmalig eine Möglichkeit gab, in den Austausch zu gehen miteinander. Also es war ein Prozess, in dem sowohl freie Spielstätten als auch städtische Einrichtungen miteinander wirklich ins Gespräch gehen konnten. So und sich austauschen konnten und sich fragen konnten, ja, hier Antidiskriminierungsklausel, wie funktioniert das bei euch am Haus? So, ne, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was ist vielleicht praktikabel? Und das ist so einer der Wünsche auch auf jeden Fall für die Zukunft, dass es Möglichkeiten weiterhin gibt, dass dieser Austausch fortbesteht. Ich glaube, die Augenhöhe ist das Stichwort hier. Dieses Beteiligungsforum hat etwas geschafft, was es vorher noch nicht gab. Und das musste auch erstmal verstanden werden, vor allen Dingen mit Menschen in Machtpositionen, dass wir hier auf Augenhöhe miteinander arbeiten und dass sowohl die Mitarbeitenden da sitzen als auch die Leitung und das alles in einem, wenn man mal so will, so eine Art Direktoriumsmodell in einem runden Kreis und sich in die Augen schauen können. Und das Schöne ist eben zu sagen, ey, wir alle wollen verfolgen ein Ziel, nämlich die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Verbesserung von diskriminierungssensiblen Umgang an den Theatern. Und da kann ja weder die eine noch die andere Seite was dagegen sagen. Deswegen war das ein Raum, in dem es nicht um deinen Vertrag geht oder um deine Zukunft, in dem Sinne, dass du jetzt prekarisiert wirst oder du weißt nicht, ob du nächstes Jahr verlängert wirst, sondern es ging um die Zukunft des deutschen Sprechtheaters, vor allen Dingen dann auch in Berlin. Und ich denke, das ist natürlich ein Momentum, wo man sagt, da sind wir alle zusammen und arbeiten an einem Tisch zusammen. Das muss man, diese Stimmung kriegt man, glaube ich, erzeugt. Okay, danke für eure Antworten. Also wir haben noch weitere Fragen im Pad, aber ich würde jetzt vorschlagen, dass ihr weitergeht in eurem Input und wir die drei weiteren Fragen, die noch auch nicht nur die Entstehung betreffen, sondern generell eure Arbeit, würde ich dann auf die Diskussion danach verschieben, wenn das für euch auch okay ist. Natürlich, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Genau, okay. Gut, dann gehen wir mal rein in den Maßnahmenkatalog. Also was ist da eigentlich bei rausgekommen und wer waren die AdressatInnen? Wie Fatima schon gesagt hat, wir haben das geclustert und haben sozusagen 5 Gruppen identifiziert. Einmal das Abgeordnetenhaus zu Berlin, die Senatsverwaltung für Kultur und Europa, die institutionell geförderten Sprechtheater, konzeptgeförderte Theater und eben die Verbände, Interessenvertretungen. Ich würde der Vollständigkeit halber einmal gleich erklären, wer was kann. Und direkt, kannst gerne schon zur nächsten Folie gehen, Fatima, direkt mal ein paar Ergebnisse euch mitgeben. Ich werde jetzt nicht den ganzen Maßnahmenkatalog referieren. Ich habe mir mal ein paar Sachen rausgenommen, wo ich dachte, das könnte jetzt auch für euch interessant sein.
Also, was interessant ist, wir haben diesen Adressatinnen, in dieser Adressatinnen-Zusammensetzung bestimmte Verantwortungsbereiche identifiziert und Zuständigkeitsebenen deutlich gemacht. Das hat den ganz einfachen Grund, dass wenn Machtmissbrauchsvorfälle passieren an einem Sprechtheater, keiner zuständig sein möchte. Und das Interessante ist, es ist tatsächlich selbst der Verwaltung und auch der Politik relativ unklar, wer übernimmt denn jetzt hier eigentlich die Verantwortung? Und das war für uns der Moment zu sagen, gut, das müssen wir jetzt einmal definieren, damit genau klar ist, damit es eine Art Protokoll ist, wer ist für was zuständig. Dann kann sich niemand mehr rausreden. Und so haben wir also konkrete Handlungsfelder identifiziert und detaillierte Handlungsempfehlungen für diese Gruppen erkannt. Da werde ich jetzt beispielhaft ein paar nennen. Für das Abgeordnetenhaus nochmal, was kann das eigentlich? Das Abgeordnetenhaus zu Berlin hat die Möglichkeit, über Gesetzgebungsverfahren und die Bewilligung von Haushaltsmitteln maßgeblich zu steuern. Also das heißt, hier geht es ganz klar, um es mal runterzubrechen, um Geld und um Gesetzgebung. Darüber hinaus kann, und das ist ganz wichtig, was wir auch festgestellt haben, das Abgeordnetenhaus einzelne Entwicklungsschritte regelmäßig thematisieren und auch kontrollieren, also im Sinne eines Monitorings und erweitern. Handlungsfelder wären jetzt hier beispielsweise ein Gesetzgebungsverfahren, eine Haushaltsgesetzgebung, das sogenannte Monitoring und auch Dialog. Dabei geht es dann etwa um zum Beispiel Gesetzgebungsverfahren zur Herstellung und Durchsetzung einer diskriminierungsfreien sowie sozialen und nachhaltigen Theaterlandschaft. Zum Beispiel ganz konkret durch die Angleichung der finanziellen Ausstattung aller geförderten Einrichtungen zur Einhaltung geltender Tarife oder der Honoraruntergrenze, die ja maßgeblich vom LAFT initiiert wird. Das sind aktuell 2.800 Euro ohne die sogenannte Künstlersozialkasse oder 2,3. Und das versetzt dann die Häuser, dass sie auch diese Honoraruntergrenze halten können mit den Geldern. Das ist nur ein Beispiel. Dann haben wir die zweite Adressatin, nämlich die Senatsverwaltung für Kultur und Europa, die Anreize und Steuerungsinstrumente für diskriminierungskritische Organisationsentwicklung der Theater herstellen kann. Also konkrete Umsetzung von Gesetzen. Wir haben jetzt gerade das Abgeordnetenhaus gehabt, das sagt, hier ist das Geld, das ist das Gesetz. Und die Verwaltung ist jetzt am Ende dafür zuständig, das in etwas Praktikables zu gießen. Hier reichen also Handlungsfelder von der Bereitstellung der finanziellen Mittel zum Abbau, von der Diskriminierung in geförderten Häusern über transparente Verfahren zur Berufung und Begleitung von Leitungspositionen oder überhaupt Besetzung von Leitungspositionen bis zur Überarbeitung der Konzeptförderung für freie Spielstätten. Dazu sage ich später nochmal was zur Förderstruktur in Berlin. Und dann kommen wir auch schon auf die Häuser, um die es hier geht. Einmal für die institutionell geförderten Sprechtheater. Und es gibt in Berlin nur mal im Kontext über 30 Theater, die institutionell gefördert werden. Wir unterscheiden in Berlin zwischen den landeseigenen und den konzeptgeförderten Theatern. Landeseigene Theater werden im Gegensatz zu den konzeptgeförderten Theatern regelmäßig bis zu 80% vom Land Berlin finanziert. Wir nennen das nicht Subventionen, das ist ganz wichtig. Das sind freiwillige Ausgaben des Landes für Kultur und Bildung. Und durch die gesellschaftliche Rolle, Betriebsgröße und einzigartige Förderung stehen natürlich diese Theater in besonderer Verantwortung, die in den Handlungsfeldern identifizierten Themen innerbetrieblich, also wirklich im Theater, weiterzuentwickeln. Da wären dann Handlungsbedarfe beispielsweise in Bezug auf diskriminierungssensible und diversitätsorientierte Organisationsentwicklung, also die Weiterentwicklung von innerbetrieblichen Strukturen im Hinblick auf die Gleichstellung, Inklusion, Barriereabbau und diversitätsorientierte Personalentwicklung. Und natürlich auch, das ist ja ganz klar, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von den Beschäftigten. Jetzt kommen wir mal zu den konzeptgeförderten Theatern. Die unterscheiden sich eben, wie gesagt, von den institutionell geförderten Sprechtheatern durch ihre vierjährige Befristung ihrer institutionellen Förderung. Das heißt, diese Häuser müssen alle 4 Jahre wieder einen Antrag stellen für die Konzeptförderung. Die bewerben sich darauf alle 4 Jahre, was dann in einem Antragsverfahren und durch eine Jury entweder neu vergeben wird oder gar nicht vergeben wird oder verändert vergeben wird. Und in ihrer Struktur zeichnen sich die Spielstätten eben durch eine kleinere Betriebsgröße aus und einen Fokus auf Kooperationen mit Gastproduktionen, Koproduktionen, Festivals, Gruppen, Kollektiven, aber auch einigen Eigenproduktionen. Und wir haben festgestellt, dass da Handlungsfelder sind, die Entwicklung von Leitlinien für die Zusammenarbeit der freien Gruppen und Künstlerinnen, zum Beispiel für Honorare, Auftrittskonditionen,
mit dem Ziel, das auch offenzulegen und ausdrückliche Ermutigung zur Erprobung neuer Leitungsmodelle in diesen konzeptgeförderten Häusern. Da geht es eben einfacher tatsächlich als in den institutionell geförderten Häusern, wie beispielsweise Teamleitungen. Das haben wir auch empfohlen. Und dann die fünfte Adressatin sind die Verbände, Interessenvertretung, Initiativen. Die Verbände, Interessenvertretung, Initiativen vernetzen im Prinzip die AkteurInnen, die Basis und bündeln deren Wissen und deren Forderungen und vertreten sie natürlich gegenüber Politik, Öffentlichkeit, Arbeitgeber, Verband und auch Gewerkschaften zum Teil. Eine weitere große Aufgabe übernehmen sie mit dem internen Wissenstransfer in der Theaterlandschaft und den Sozialpartnern, also den Gewerkschaften, den Arbeitgeberorganisationen, kommt zudem natürlich eine besondere Bedeutung für die Arbeitsbedingungen und die tariflich gebundenen, an den tariflich gebundenen Theatern zu. Das ist sehr wichtig. Hier sind Handlungsfelder exemplarisch die Weiterentwicklung der eigenen Strukturen im Hinblick auf Antidiskriminierung, Gleichstellung, Inklusion und die Neuverhandlung der tariflichen Grundlagen für die künstlerischen Beschäftigten am Theater, insbesondere sozialverträgliche Neugestaltung unseres Tarifvertrags. Der heißt hier in Deutschland NV Bühne. Soweit von mir. Dann würde ich wieder an Fatima abgeben. Und dann gehen wir schön zum Ausblick. Gerne. Danke. Genau. Ein kurzer Ausblick, auch mit Blick auf die Zeit heute. Ich versuche, das ein bisschen kurz zu halten. Genau, das Wesentliche ist natürlich die Frage, so wird dieses Projekt auch weitergeführt? Wie kann es in Zukunft aussehen? Was wissen wir? Stand heute ist, dass das Projekt im Frühjahr letzten Jahres begann und im Februar abgeschlossen wurde, nämlich als wir die Konferenz am 25. Februar machen konnten. Das war quasi unser Projektabschluss. Und jetzt ist quasi so eine Zeit, in der wir quasi eigentlich in diesem Projekt tätig sind und eigentlich darauf warten, auch wie es weitergeht. Es gibt dazu vor allen Dingen eine Sache, die wir mit auf den Weg geben können, und das habe ich einmal hier oben hingeschrieben, der Hinweis auf den Koalitionsvertrag der aktuellen Berliner Regierung. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass der Katalog pünktlich zur Wahl fertig geworden ist im letzten Jahr, mit dem Wunsch unsererseits eben, dass das auch für die kommende Legislaturperiode in Berlin auch in irgendeiner Form politisch irgendwie getragen werden könnte. Also so unsere Wünsche und Hoffnungen in der Hinsicht waren natürlich auch sehr groß und offen, würde ich sagen, an der Stelle. Und jetzt gar nicht so ganz konkret, es muss im Frühjahr das passieren und dann das passieren und so weiter, sondern unser Wunsch erstmal war, dass es auch ein Fortbestehen dessen gibt und dass auch in der neuen Regierung ein Interesse besteht, eben an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Und glücklicherweise, ich muss auch persönlich sprechen, für mich war das zum Jahresende, weil im Dezember wurde der Koalitionsvertrag eben veröffentlicht. Das war für mich auch zum Jahresende ein ganz, oder für uns alle, ein quasi schönes Geschenk und eine große Freude und Überraschung noch, dass tatsächlich auch Fairstage in dieser Beschlussfassung eben auch wörtlich Anwendung findet? Nein, verschriftlicht wurde. So. Es gibt nämlich einen Abschnitt zu Kultur und Medien, der sich eben vor allen Dingen mit der eben Kultur und natürlich auch mit der Medienlandschaft Berlins beschäftigt. Und da gibt es eben zum Beispiel einen Satz ganz konkret, in dem steht, dass die Koalition in einem partizipativen Verfahren das Modellprojekt Fairstage umsetzen und weiterentwickeln wird. Und das war für uns ganz wesentlich, dass es eben auch da ein Interesse und ein Signal gibt. Ja, so, das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, es muss fortgeführt werden. Und wenn man sich eben den Koalitionsvertrag einmal ansieht und dann daneben auch unseren Maßnahmenkatalog legt, sieht man vor allen Dingen in diesem Abschnitt, der sich eben auf das kulturelle Leben und die kulturellen Strukturen in Berlin fokussiert, viele Dinge auch, die wir auch vorgeschlagen haben. Also so auch im Hinblick auf die Kulturförderung, eine Zusammensetzung von Juries, Diversitätsförderung, die auch intersektional gedacht werden muss. Das steht da so wörtlich drin. Das hat uns sehr gefreut, dass da auch so Fachbegriffe mit reingekommen sind. Und auch ein ganz großer Teil, der auch für uns ja ein Anliegen ja auch ist, die Ebene der Leitungsfunktion an den Häusern, dass eben transparente Leitungsfindungsverfahren in Gang kommen, dass quasi von dem Ein-Personen-Modell
dass es nicht mehr das alleinige Modell sein muss, sondern dass es eben auch Möglichkeiten gibt, mehrere Personen in einer Leitung eines Hauses eben einbringen zu können und so weiter. Und das sind Dinge, die dort sehr konkret drinstehen, die für die Zukunft auch angedacht und versprochen werden und die uns natürlich sehr freuen, weil das für uns auch ein großes Anliegen ist. Ich sage das auch so ein bisschen im Konjunktiv und ein bisschen auch mit Vorsicht natürlich, weil Dinge, die in Koalitionsverträgen drinstehen, sind natürlich auch relativ verbindlich. Aber was es so ganz konkret bedeutet, kann man immer noch nicht sagen, weil natürlich sich auch politische Zustände auch immerwährend auch verändern. Ja? Und ich meine, die politische Situation, in der wir heute hier stehen, ist ja auch nochmal eine wesentlich andere als Ende letzten Jahres, was auch Aufgabenbereiche, was auch Verteilung von Ressourcen und Ähnliches angeht. Deswegen können wir auch heute noch nicht ganz so viel dazu sagen, wie es so in Zukunft aussieht. Aber die große Hoffnung, und ich glaube, da kann man auch ganz gut optimistisch sein, ist für den im Laufe des Jahres, würde ich sagen, dass es eine Fortführung von dem Projekt geben kann und wird. Und sofern es dann dazu kommt, das haben wir ja auch mitgebracht, gibt es quasi bestimmte Säulen, die wir vorschlagen, wie das Projekt eben fortgeführt werden kann. Und diese Vorschläge speisen sich einerseits auf den Erfahrungen, die wir im Rahmen des Projektes auch gemacht haben, was notwendig ist, und aber natürlich auch ganz viel Feedback auch von den Stakeholdern, mit denen wir gesprochen haben, wo auch gesagt wurde, es ist auch wichtig, dass es in die Richtung auch das Projekt fortgeführt wird. Das ist uns auch ein Anliegen. Da kann ich ganz kurz in zwei Sätzen sagen. Das ist einmal die Fortführung von der Datenerfassung, also das, was wir mit dem Maßnahmenkatalog schon angefangen haben, fortzuführen, weil es gibt relativ viele Erhebungen in unterschiedlichen Bereichen, die auch schon gemacht werden, auch in Seiten der Senatsverwaltung zu ganz unterschiedlichen Fragen. Aber das sind dann immer so Kataloge, die schwirren dann irgendwo im digitalen Raum rum. Und es bedarf dann quasi einer Übertragung und einer Clusterung dahingehend, dass eben auch unterschiedliche AkteurInnen besseren Zugang dazu haben und auch überprüft wird, welche Leerstellen gibt es eigentlich. Also was wurde vielleicht noch nicht abgefragt, aber was ist vielleicht wichtig für die Zukunft, dass darüber Daten ermittelt werden. Also wir möchten auch in Zukunft, das können wir mit dem Projekt nicht leisten, selbst keine Daten erheben, aber wir sagen, es ist wichtig, dass ganz genau geguckt wird, was erhebt wird, dass es überprüft wird und dass es vielleicht auch in eine Sprache übermittelt wird, die vielen mehr Menschen zugänglicher ist. Denn das Thema Weiterbildung ist auch ganz wesentlich, Qualifizierungs- und Austauschangebote, gerade für die Theater- und Spielstätten. Also dieses Angebot, was wir in den Beteiligungsforen schon angefangen haben, das zu verstetigen, dass es einen Wissenserwerb auch für die Leitungsebenen der Häuser gibt, dass sie mehr Austauschmöglichkeiten haben und vor allen Dingen auch die verschiedenen Strukturen mehr ins Gespräch kommen können. Das heißt, eine kleine Spielstätte aus Pankow, das ist ein Bezirk in Berlin und kann genauso gut eben mit einer größeren Spielstätte in Berlin-Mitte eben auch in den Austausch miteinander gehen. Und es ist dort auch natürlich auch möglich, Wissen zu teilen. So. Und dann natürlich auch die Fortführung der Konferenzen. Einerseits natürlich, um auch dort Austausch zu verstetigen, aber auch um Ergebnisse zu präsentieren, zum Beispiel durch unsere Datenerfassung. Genau, also das ist auch eine Sache, die wir gerne regelmäßig, idealerweise einmal im Jahr auch fortführen möchten. Und dann, das vierte ist keine direkte Säule, es ist so ein bisschen übergeordneter, bedarf es natürlich einer Schnittstelle, die ja auch Ansprechpartnerin ist für alle Menschen außerhalb des Projektes auf unterschiedlichen Ebenen und die quasi auch so eine Koordinationsfunktion nach innen und außen des Projektes trägt. So, und dann ganz kurz, Annika, das machen wir ja zusammen, die Leerstellen des Projekts. Wir haben ganz viel eigentlich schon beim Q&A schon angerissen, deswegen würde ich das nur so ganz kurz einmal sagen. Im Prozess haben bisher natürlich unterschiedliche Expertisen auch noch gefehlt, zum Beispiel bestimmte Expertisen aus dem Bereich behinderter KünstlerInnen. Das ist zum Beispiel eine Gruppe, wo wir wissen, die bräuchte eine Organisationsstruktur mit mehr Zeit und mehr Vorlauf. Das ist auch ein direktes Feedback, was wir bekommen haben von Organisationen. Das heißt, wenn wir ein Projekt haben, was
mehrjährig laufen kann und wir mehr Vorlauf haben, auch da aus dem Bereich Expertise einzuholen. Wäre zum Beispiel eine ganz konkrete Lehrstelle, die gefüllt werden müsste, unbedingt. Und das kann man natürlich noch auf unterschiedliche andere Expertisen noch übertragen und auch in der personellen Zusammensetzung des Projektes natürlich auch AkteurInnen mit marginalisierten Erfahrungen, mit Diskriminierungserfahrungen und eben viel mehr Expertise auch in dem Bereich, die auch ins Team zu holen, ist auch so ein Wunsch, langfristig zu implementieren. Willst du das noch ergänzen, Annika? Und genau, eine wichtige Sache, die uns eigentlich, glaube ich, in jeder Sitzung gespiegelt wurde, ist, dass es einen vergleichbaren Prozess für die künstlerischen Hochschulen geben muss, auch in Berlin und deutschlandweit. Und ich denke, das ist auch relativ einleuchtend, denn es gibt ja immer wieder eine Wechselwirkung zwischen dem Aufbau der Ausbildung und dem Arbeitsethos, der vermittelt wird durch die dozierenden Lehrenden und das Verhalten und die Einstellung innerhalb der Branche, mit denen dann die jungen Künstlerinnen auf den Arbeitsmarkt sozusagen gehen. Und da will ich nur Stichworte sagen wie eine Prekarisierung, die da verharmlost wird oder auch dann gelehrt wird, sie diese zu leben. Theaterfolklore, wie später am Theater ist das so, das war schon immer so und so weiter. Und deswegen gibt es da natürlich eine unmittelbare Wechselwirkung oder wie ich immer gerne sage, einen Teufelskreis in einer Spirale, in der wir sagen können, die Hochschulen sind die, die die zukünftigen Künstlerinnen, die zukünftige Generation ausbilden, die mit einem ganz anderen Selbstverständnis unserer Branche schon Dinge leben können, die wir teilweise noch nicht leben. Und deswegen haben wir alle eigentlich gesagt, dass so ein Prozess hier in Berlin stattfinden wird. Und das ist auch in Gesprächen. Dankeschön. Soweit von uns, glaube ich, oder Fatima? Genau, hier aber noch schnell unser Kontakt, das ist die Homepage, dort finden Sie vor allen Dingen den Maßnahmenkatalog, den kann man sich kostenfrei downloaden und info@fairstage.berlin können Sie uns jederzeit schreiben oder sich auch eintragen lassen in unseren Verteiler und dann eingeladen werden zur nächsten Veranstaltung. Danke vielmals, sehr spannend. Ich glaube, wir können jetzt diese Präsentation auch zur Seite legen für den nächsten Teil. Bevor wir weitermachen mit der offenen Diskussionsrunde, gönnen wir uns aber eine 5-minütige Pause. Wir werden uns alle um 11:05 wieder hier treffen, also kurz Kaffee holen oder was sonst noch gerade für ein Bedürfnis da ist. Und dann geht es weiter. Danke.
Gut, ich bin froh, wenn ihr euer Bild wieder einschaltet, damit wir wissen, ob ihr noch hier seid. Wir würden jetzt in die offene Diskussion gehen. Einige sind schon zurück, sehr schön. Ich warte noch ganz kurz, bis wir ein Zeichen haben von denjenigen, deren Bild ich nicht sehe, aber ich sehe es, tröpfeln alle so rein. Super, sehr schön. Gut. Für den nächsten Teil, die offene Diskussion, würde ich das Wort gerne an Diana übergeben, die diesen Teil moderieren wird. Danke, Diana. Dankeschön, Nadine. Vielen herzlichen Dank nochmal an Festisch für diese unglaubliche, tolle Präsentation. Und ich würde vielleicht, ich habe gesehen, in dem Part gibt es mehrere Fragen und ich würde da chronologisch anfangen, aber trotzdem, wenn eine neue Frage kommt, dann kann man gern direkt sprechen, wenn das Thema damit zu tun hat. Und dann die erste Frage wäre, wie kam der Maßnahmenkatalog auf politische Ebene an? Bitte, fang an. Ich habe das Gefühl, wir haben das eigentlich schon relativ deutlich formuliert, weil er ja 1:1 in großen Teilen abgedruckt wurde im Koalitionsvertrag. Deswegen kann ich nur sagen, gut. Sehr gut sogar. Aber gab es irgendwelche Stolpersteine oder Widerstände, die man sagte, ja, naja, das ist wirklich ein sehr schwieriger Moment gewesen auf der politischen Ebene, aber es würde 100% von allen Beteiligten gut aufgenommen. Vielleicht kann ich da so einmal so einsteigen. Also ich meine, ich glaube, das Wichtige an dem ganzen Prozess ist ja auch, dass wir Organisationen sind, die jetzt das erste Mal mit Politik zu tun haben, sondern dass jede Organisation, die an diesem Fair Stage-Projekt beteiligt ist, natürlich auch schon vorher sehr geübt auch darin war, viele Gespräche mit Kulturpolitik zu führen, nicht nur auf Landesebene, sondern auch auf Bundesebene, weil wir auch teilweise Bundesorganisationen ja auch sind und insofern ja alles das, was wir gemacht haben, ja auch darauf fußt, dass es eben auch schon jahrelange Gespräche einfach gibt, so die auch immer konstruktiv gelaufen sind oder wo alle Beteiligten sich immer bemühen, dass es auch konstruktiv ist. Und das Zweite ist natürlich auch, dass wir eben den Aspekt der Partizipation in diesem Projekt ja auch sehr ernst genommen haben. Das heißt, es gab jetzt irgendwie keine Phase, wo wir 3 Monate im stillen Kämmerlein irgendwie zu 5 irgendwas geschrieben haben und es dann der Welt präsentiert haben, sondern wir haben von Anfang an auch, sind mit Skizzen auch durch die Gegend gegangen und haben gesagt, hallo, was halten Sie denn davon? Und ich glaube, das ist auch ganz wesentlich für eine konstruktive Diskussion, würde ich sagen. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es irgendwie emotionale Streitgespräche gab, sondern es gab eher immer auch konstruktive Anmerkungen und natürlich auch kritisches Feedback, aber eher in so einem Wohlwollen darum, dass sich auch der Katalog verbessert. Würdest du das noch ergänzen wollen, Annika? Na, ich denke, was halt ganz wesentlich ist, es ist eben ein politisches beauftragtes Projekt. Das heißt, das wäre auch ein bisschen überraschend gewesen, wenn es da Gegenwind gegeben hätte, weil die ja, Politik ja ganz klar formuliert hat, wir wollen das und wir wollen das auch mit euch. Und die wissen ganz genau, was wir schreiben, was wir tun, in welcher Kritik wir das auch tun. Und deswegen würde ich das jetzt noch unterstützen und nur dahingehend ergänzen. Beispielsweise, ne, Fatima, du hast ja auch, ihr habt ja auch ein Interview geführt mit der Berliner Verwaltung. Wir haben also ganz gezielt auch gesagt, wir wollen mit euch sprechen und wir wollen verstehen, wie die Prozesse intern funktionieren in der Verwaltung, weil wir können sehr viel fordern, aber wenn wir nicht verstehen, wie wir zu der Forderung kommen, also welche Hürden davor stehen, dann bringt uns das ja allen nichts, weil dann kommen wir genau in diese Konfrontation, mit der wir nicht politisch agieren. Wir agieren ja nicht mit Konfrontation, sondern mit Kooperation. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig zu verstehen, im Hinblick auf, warum dieses Projekt so gut funktioniert hat.
Dann gäbe es noch zwei weitere Fragen, die würde das mit dem Thema zu tun haben. Erstens, gab es Bereiche, die ihr selbst zensiert oder eingeschränkt habt, damit eure Forderungen auf kulturpolitische Ebene durchkommen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite wäre, wie habt ihr es geschafft, dass der Senat euch den Auftrag gegeben hat? Wir fangen vielleicht mal an mit der letzten Frage, weil die führt vielleicht auch noch zu der anderen Frage, die ich aber noch mal besser verstehen muss. Die habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also geht es da um Zensur oder rezensiert? Selbstzensiert. Ah, selbstzensiert. Okay, Fatima, vielleicht kannst du da gleich was zu sagen. Wir haben den Auftrag bekommen, weil es eine politische, hochbrisante Stimmung in Berlin gab. Das muss man einfach klar sagen, wenn nicht so viele mutige Künstlerinnen an die Öffentlichkeit gegangen wären, dann hätte es dieses Projekt vielleicht nicht gegeben. Das kann keiner jetzt so genau sagen von uns, aber das ist eine These, die ich jetzt privat sozusagen von jetzt hier, deswegen ich spreche es nicht im Projekt, vertrete. Das kann also sein, dass es das so nicht gegeben hätte, vor allen Dingen nicht so schnell. Und deswegen, weil aufgrund dieser Vorfälle gab es eben dieses günstige politische Zeitfenster und auch einen Willen zu sagen, das kann ja nicht sein, dass hier in der Hauptstadt das so verhäuft plötzlich auftritt, dass es ständig in der Presse landet. Da hat ja niemand Interesse dran. Politiker wollen ja auch wieder gewählt werden, ne? Insofern war das ein gutes Zeitfenster, in dem wir dann agieren konnten. Und das war sehr, sehr schnell. Es hat innerhalb von einem Monat ist dieses Projekt quasi an den Start gebracht worden. Ja? Genau, und dann war ja noch die Frage der Selbstzensur. Oh. Mhm. Genau, also der ganze Maßnahmenkatalog fußt natürlich auf Kompromissen auch. Ne? Also so, wir haben natürlich geschaut, was gibt es eigentlich schon an Forderungen und haben die eben, wie gesagt, geclustert. Und dann gab es eben auch viele Feedbackrunden. Und ich würde sagen, es ist ein Katalog, der auf Kompromissen ruht, aber auch eine eigene Haltung hat trotzdem. Ich glaube, das war so uns als Team oder wenn ich jetzt auch als Co-Autorin sprechen darf, natürlich auch mir wichtig oder uns auch wichtig, dass der Katalog eben auch eine bestimmte Haltung hat und dass eben auch geschaut wird, also so für welche Interessen stehen wir hier auch ein, was muss vielleicht abgebildet werden, welche Möglichkeiten bringt auch dieses Projekt, bestimmte Perspektiven und bestimmte Forderungen einfach abzubilden. Und also ich, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein weicher Indikator und vielleicht auch eher, wie man das so empfindet. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir an irgendeiner Stelle uns zensiert haben, sondern für mich war es eher interessant, in dem Projekt auch nochmal zu schauen, wie können auch bestimmte politische Forderungen so formuliert werden, dass sie halt eben in diese Art von Maßnahmenkatalog, der wirklich auch darauf abzielt, Vorschläge für Gesetzesänderungen oder so zu sein, wie kann das dort umformuliert werden? Und ich glaube, das ist auch so ein Learning, der natürlich dann auch zu Veränderungen so von bestimmten Vorschlägen geführt hat. Aber das ist jetzt keine Selbstzensierung, sondern das ist eher so eine Veränderung, würde ich sagen. Und habt in diesem Prozess irgendwelche Interessenkonflikte zwischen den verschiedenen Parteien? Weil ich kann mir vorstellen, dass da sehr unterschiedliche Interessen kommen. Dann, wie geht man damit um? Oder gibt es überhaupt diese Interessenkonflikte? Also ich glaube, wir alle drei, so darüber sprechen wir auch immer mal wieder als drei Strukturen, die miteinander arbeiten. Für uns war es total spannend, weil wir natürlich auch aus unterschiedlichen Bereichen kommen und unterschiedliche Expertisen mitbringen und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen unterschiedliche Stile. Ne? Also so manche haben vielleicht eher so eine Expertise und einen Schwerpunkt auf Kulturinstitutionen. Der Love Berlin hat natürlich eine Perspektive, die total auf die freie Szene abzielt und natürlich da auch guckt irgendwie, wie kann man da die freie Szene unterstützen. Und das sind auf jeden Fall auch unterschiedliche Gewichtungen irgendwie vielleicht auch in dem, was man jetzt vielleicht besonders bearbeiten möchte. Aber ich glaube, der Prozess und dieses Zusammenarbeiten war auch schon so ein Üben davon, was wir ja auch im Maßnahmenkatalog fordern. Ja? Also so ein Arbeiten auf Augenhöhe, sich auch gegenseitig respektieren, zuhören und auch Perspektiven von anderen zulassen und gucken, dass man in gemeinsames Arbeiten kommt. Und ich glaube, wir hatten da alle einfach auch ein großes Interesse, gut miteinander zu arbeiten und dass das auch alles konstruktiv verläuft.
Ich glaube auch, ich weiß nicht, wie da deine Perspektive ist, Annika. Ich glaube, wir hatten auch gar nicht genug Zeit, irgendwie, um dass wir irgendwie bestimmte Dinge ausufern konnten, sondern wir waren auch extrem fokussiert alle zusammen. Das hat total geholfen. Ja. Dankeschön. Dann gehen wir zu der nächsten Frage. Wie und von wem wird der Implementierungsprozess bzw. die Arbeit an den Handlungsfeldern begleitet und unterstützt? Ich muss es nochmal hören. Sag nochmal. Okay. Wie und von wem wird der Implementierungsprozess bzw. die Arbeit an den Handlungsfeldern begleitet und unterstützt? So, wer ist verantwortlich dafür, dass alles so gut klappt in der Praxis sozusagen? Genau. Also jetzt in der Arbeit, habe ich ja vorhin schon gesagt, da gibt es eine Steuerungs- und eine Lenkungsgruppe, die einlädt, die auch die AkteurInnen identifiziert und sagt, das sind jetzt die Leute, die hier kommen. Ihr müsst euch das auch so vorstellen, dass wir sehr viele Anfragen hatten. Und man kann ja nicht 200 Leute in einem Beteiligungsforum zusammenbringen. Das ist wahnsinnig schwierig. Ich glaube, bei 150 ist so die Grenze, wo man sagt, da funktionieren Gruppen dann nicht mehr. Aus soziologischer Perspektive. Und wir haben deswegen gesagt, nein, wir gucken uns jetzt nur die Struktur der Sprechtheater an. Das heißt, man müsste das jetzt auch nochmal für den Musiktheaterbereich und für den Tanztheaterbereich machen. Irgendwo muss man oder wollten wir eine Grenze setzen, auch um uns nicht selber zu überfordern. Und diese Leute haben wir ja, wie gesagt, eben eingeladen und darüber sind eben die Ziele auch implementiert im Maßnahmenkatalog und eingeschrieben immer wieder. Und was jetzt aber die nächste Frage ist, und ich hoffe, ich verstehe diese Frage richtig, ist, wie schaffen wir das umzusetzen, was da steht im Maßnahmenkatalog? Also vom Was zum Wie? Also wie machen wir das ganz konkret und mit welche Maßnahmen? Und da haben wir jetzt erste Formulierungen gemacht. Wir haben bewusst nicht möglichst wenig geschrieben, zum Beispiel. Das sind die Sachen, mit denen am Ende dann auch gerungen wurde, auch vom Arbeitgeberverband zum Beispiel, der gesagt hat, aber dann muss man es ja so machen. Okay, dann lassen wir ein paar Sachen erstmal raus und geben nur erste Hinweise. Und der nächste Schritt wäre jetzt tatsächlich, das eben zu erarbeiten. Und das ist so, wie Fatima vorhin gesagt hat, dann trifft sich Pankow mit Berlin Mitte und sagt, wir haben hier was ganz Tolles gemacht, würde das für eure Struktur vielleicht auch funktionieren in abgewandelter Form? Und das müsst ihr euch mal vorstellen, wir leben alle in einer Stadt, aber wir wissen überhaupt nicht, was an den einzelnen Häusern passiert, weil am Ende ist das, Entschuldigung, dass ich das so salopp sage, ein Closed Club. Und das ist genau das Problem. Sie sagen, wir müssen das jetzt öffnen, die Instrumente, die Tools, die da sind, einmal an die Wand bringen, ne, auf ein Sheet und sagen, hey, ist das nicht interessant, das da zu probieren, um uns dann wieder zu treffen und Daten zu sammeln, zu evaluieren, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert, warum hat das nicht funktioniert. Gleichzeitig gibt es auch, wie beispielsweise bei euch in der Schweiz, Leitungsmodelle, Teamleitungen, die wir genau analysieren können. Funktioniert es? Ja, nein, warum? Vielleicht ja. Also, und das ist der nächste Schritt, dann zu sagen, wie kriegen wir die Politik hier überzeugt, dass sie sich auch trauen, Teamleitungen, verstärkt in Berlin, zu fördern. Weil ganz, ganz praktisches Beispiel, die Politik sagt, aber ich brauche eine Ansprechpartnerin. Wenn ich nicht eine habe, die die Verantwortung übernimmt, dann klappt das hier nicht. Und das ist ein ganz großes Problem. Und dann müssen wir halt sozusagen gucken, wie wir die Argumente sammeln und sagen, aber guck mal, wenn es so in der Struktur, in dem Direktoriumsmodell, dann gibt es eine Person für die Politik, eine für die Kunst und so weiter. Das sind Prozesse, die ein bisschen Geduld und Puste brauchen, glaube ich. Ist damit die Frage beantwortet oder vielleicht, Fatima, möchtest du noch was ergänzen? Dann die Person, die die Frage gestellt hat, kann gerne Hand heben. Aber wenn die Frage beantwortet, okay. Ah ja. Schön, super. Dann, wie stellt ihr sicher, dass der Maßnahmenkatalog in der Praxis eingehalten wird? Gibt es irgendwelche Kontrollmechanismen oder Evaluationsrunde, Berichte? Ja. Wer kontrolliert das? Ja, wir haben es ja so ein bisschen angerissen. Also der Katalog hat vor allen Dingen die Funktion, Handlungsfelder darzulegen. Ja, also es steht jetzt nicht Forderung 1, 2, 3 und macht das bis Sommer 2023, sondern wir haben uns da auch für ein bisschen ein softeres Wording entschieden, ne, und eben von Handlungsfeldern gesprochen, die man da auch so wörtlich nehmen kann, weil wir auch wissen, dass zum Beispiel alleine im Kontext der institutionell geförderten Sprechtheater, ja, die wir kurz angerissen haben, also die freie Szene, die sich alle 4 Jahre um relativ wenig Mittel
also vergleichsweise mit Landestheatern beispielsweise, bewirbt, gar nicht alle die gleichen Ressourcen haben. Ja? Also es gibt zum Beispiel Häuser wie die Sophienseele, die nochmal ein besonderes Konstrukt haben in ihrer Finanzierung und in der personellen Zusammensetzung, aber auch in ihrer Rechtsform. Und dann gibt es eben auch, sagen wir mal, so ein kleines Drei-Personen-Theaterchen in Berlin-Pankow, die natürlich alle irgendwie eine Form von institutioneller Förderung haben und dann dieses Papier vorgelegt bekommen, aber unterschiedlich handeln können nur. Und das liegt dann auch nicht an uns als Projekt, top-down zu sagen, ihr müsst jetzt das und das machen, sondern es muss immer geguckt werden auch, wie sind auch die Ressourcen vor Ort und wann kann was gemacht werden. Ich glaube, das ist da nochmal ganz wesentlich eben da zu sagen. Also wir haben natürlich jetzt auch kein Mandat oder sowas zu sagen, irgendwie, das muss jetzt umgesetzt werden, sondern wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass es auch irgendwie einen politischen Willen gibt, einen Willen in der Verwaltung und aber auch einen Willen der Spielstätten, das umzusetzen. Und wenn wir darüber gesprochen haben, wie jetzt Fair Stage weiterlaufen kann, haben wir eben Vorschläge dafür gemacht, wie so ein Partizipationsverfahren weiterlaufen kann, zum Beispiel durch Datenerfassung und Austausch, aber auch Wissenserwerb für alle Stakeholder, dass halt eben die Strukturen ins Arbeiten kommen können und sie selbst befähigt werden, Dinge umzusetzen. Also ganz konkret ist auch ein schönes Beispiel, das wurde immer wieder genannt. Es geht um das Thema Barrierearmut. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Also wir reden von praktischen Sachen wie einen Fahrstuhl, von Rampen und so weiter. Manchmal auch bei Dolmetschung. Das kostet sehr viel Geld und das könnten sich kleine Strukturen teilweise eben einfach nicht leisten. Und das fühlt sich immer so banal an, dass das ein Geld, ein finanzielles Problem ist. Es ist aber eben ein finanzielles Problem und auch ein personelles Problem. Denn wir brauchen einfach Menschen auf diesen Positionen, die AnsprechpartnerInnen sind und dieses Thema vorantreiben. Und das können sich größere Strukturen eigentlich leisten. Trotzdem argumentieren sie auch gerne damit, dass sie kein Geld haben. Das heißt, das sind alles so Sachen, wo wir dann die Politik ermutigen können, zu sagen, da muss das bereitgestellt werden, das Geld. Aber wenn es bereitgestellt wird, muss auch ganz klar das Ziel formuliert werden, wofür es bereitgestellt wird, damit es nicht umgenutzt werden kann. Das ist im Sinne des Controlling dann, denke ich, ganz wichtig. Und was wir halt vermögen mit der Initiative, deswegen heißen wir auch Initiative Fair Stage und sagen das auch genau so, denn diese Initiative wird irgendwann auch wieder aufhören, da sind wir uns sicher. Dieses sozusagen nur wir sind nur die Impulsgeberin. Wir können Anreize schaffen, dass man dabei sein möchte. Und ich glaube, dieses Anreizmodell macht mehr Spaß. Zumindest kenne ich das aus meiner politischen Arbeit im Ensemble-Netzwerk. Leute dafür zu gewinnen, Teil zu sein, macht viel mehr Spaß, als zu sagen, ich fordere. Dann bauen wir eine Mauer, die müssen wir dann erstmal einschlagen. Das ist immer sehr, sehr viel, kostet sehr viel Kraft. Ich denke, darüber können wir mehr die Menschen motivieren, vor allen Dingen die institutionell geförderten Theater, Teil dieses Prozesses zu sein. Und es ist auch nicht so, dass sie das nicht wollen. Die wollen es wirklich gerne. Deswegen waren die auch immer dabei. Denn eine Frage betreffend Geld. Du hast vorher über Geld gesprochen. Gibt es eine Frage, gibt es Gelder, andere Ressourcen für die Umsetzung? Das wären ja beziehungsweise jahrelange ziemlich arbeitsintensive Prozesse, die ohne zusätzliche Ressourcen wieder abbrechen. Wie könnte das verhindert werden? Du sagst, es ist eine Initiative und es lebt von dieser Initiative. Aber wenn jahrelang dauert, wie geht das mit der Finanzierung? Also wir werden jetzt für 3 Jahre, wir werden jetzt ein Modellprojekt beantragen für 3 Jahre. Wie Fatima vorhin gesagt hat, politisch hat sich einiges geändert in Europa, auch in Deutschland, Berlin. Deswegen werden wir jetzt mal schauen, wie weit wir kommen mit unseren Säulen. Wir wollen nämlich nicht in Verteilungskämpfe reingrätschen tatsächlich. Das ist nicht unser Anliegen. Und das ist, glaube ich, was wir gerade aktuell tun können. Der politische Wille muss wirklich von der Politik am Ende kommen. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. Das haben wir ja aber jetzt geschafft. Denn das Wichtige für uns als Initiativen ist ja, sobald es irgendwo niedergeschrieben ist in einem Koalitionsvertrag, sobald ich ein Foto habe mit einer Politikerin, die ein Schild hochhält und sagt, mir ist das wichtig, kann ich sie darauf festnageln. Das ist unsere Strategie der letzten 5 Jahre. Und das ist funktioniert, weil wir müssen uns ja nichts vormachen. Das sind auch nur Menschen in Positionen, die wiedergewählt werden möchten zum Teil oder denen auch wirklich das Thema am Herzen liegt. Es ist mir dann am Ende auch egal, was es ist, Hauptsache sie machen was. Und
Also das ist jetzt die Strategie, die ich wahrnehme. Ich weiß nicht, Fatima, ob ich das jetzt richtig erklärt habe, aber ich sehe da gerade nicht mehr auf Berliner Ebene. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich auch die Frage so ganz verstanden habe, aber ich würde dir da erstmal zustimmen, ne? Also so unser Wunsch ist natürlich erstmal eine Projektförderung zu bekommen und das, was wir gemacht haben, zu verstetigen und eben jetzt nicht für ein halbes Jahr, sondern ein bisschen länger. Beantwortet das die Frage? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Das frage ich der Mensch, der diese Frage gestellt hat. Ja, genau, das beantwortet es. Ja, zu großen Teilen. Ich habe mich einfach genau gefragt, weil die Umsetzung, die ja einfach dann eben so zeitintensiv ist und so viele Treffen, Arbeitsstunden von vielen, vielen, vielen Menschen erfordert. Und genau, da habe ich mich einfach gefragt, wie das dann ganz langfristig funktioniert. Okay, danke schön. Ja, sorry. Nee. Also es gibt noch eine Frage betreffend Geld. Wenn ich den Katalog lese, fällt mir auf, dass viele Maßnahmen sehr viele Ressourcen und finanzielle Mittel brauchen. Besteht denn die Möglichkeit, mehr Geld in die Kultur zu stecken? Wenn nicht, kann ja ganz vieles nicht umgesetzt werden. Ja gut, ne? Also dass halt bestimmte Forderungen auch Geld brauchen, also dass zum Beispiel eine kollektive Leitung dann auch mehr Geld braucht für alle Beteiligten in der Leitungsposition, ist klar, oder dass halt auch einfach bestimmte strukturelle Veränderungen in Spielstättenbetrieben ja auch bedeuten, dass mehr Leute eingesetzt werden oder dass Mittel erhöht werden, zum Beispiel auch für Umbaumaßnahmen und so weiter, dass das mehr Geld braucht, ist ja klar. Es geht halt auch nicht ohne und das fordern wir natürlich auch mit, dass eben auch so die Kultur, das ist ja so ein altes Thema, ne, so die ja ganz wesentlich wichtige Dinge für die Gesellschaft leistet, dass es auch entsprechend honoriert werden muss auf allen Ebenen. Das ist natürlich auch so ein bisschen so eine, sagen wir mal, so alte Diskussion, die aber wichtig ist und deswegen immer weiter geführt werden muss. Aber zeitgleich, wenn man in den Katalog guckt, gibt es natürlich auch bestimmte Maßnahmen, die man auch jetzt schon implementieren kann. Also zum Beispiel alles, was Dialog angeht oder was Monitoring angeht oder so weiter, ne? Also so bestimmte Kontrollmechanismen auch. Das hat dann eher was so mit Modifizierungen zu tun von bestimmten Strukturen, zum Beispiel vom Fördersystem. Muss jetzt gar nicht so unbedingt viel mehr Geld reinfließen, sondern es müssen halt Parameter geändert werden. Zeitgleich stellen wir natürlich auch die Forderung, dass auch da mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden und so weiter. Genau. Willst du das noch ergänzen, Annika? Genau, ich denke, das ist, wenn wir jetzt im Beratungsauftrag wären weiterhin, dann würden wir wahrscheinlich anfangen, das zu clustern in kurz-, mittel- und langfristig. Und wenn man das clustert in kurz-, mittel-, langfristig, dann guckt man, was kostet Geld? Was kostet kein Geld und wo geht es eben um Human Resources? Und da würden wir, glaube ich, als nächstes dann auch ansetzen zu sagen, guck mal, das kostet kein Geld, dafür brauchst du nur ein bisschen Zeit. Das kostet viel Geld, das heißt, wir müssen jetzt mit der Politik sprechen. Das wird eben helfen, wenn man das so klar aufzeichnet, würde auch helfen, eben das zu adressieren und klar zu machen, jetzt brauchen wir das. Und das wäre der nächste Schritt in einem Zeitstrahl von 3 Jahren. Und da müssen wir ganz klug und strategisch immer wieder mit umgehen, damit dann das Geld am Ende auch zugesichert wird und es einen politischen Beschluss gibt. Also den brauchen wir so oder so immer. Genau, das würde ich jetzt an der Stelle noch ergänzen. Und wenn ihr mir erlaubt, würde ich auch was Privates noch sagen. Ich weiß, das wird jetzt aufgenommen, aber ich denke mir mal, wenn 100 Milliarden Euro für Militär da sind, dann ist auch Geld für die Kunst da. Dessen müssen wir uns genauso bewusst sein. Das sind auch Verteilungskämpfe und Diskussionen, aber das sind auch Töpfe, die über Nacht aufgemacht werden. Das ist also fast ein bisschen Hanebüchen am Ende. Aber trotzdem hat Fatima es genau gesagt, es ist eine alte Diskussion, an der wir uns weiter langhangeln werden. Danke. Wir haben noch ein paar Minuten, Nadine, glaube ich. Ja, gut. Wie unterscheiden sich die zukünftigen Ziele von Feldstage von jenen von Diversity Arts Culture? Das ist natürlich, also Diversity Arts Culture ist ja auch so eine ganz andere Struktur. Die sind ja angeschlossen an eine Stiftung, auch mit einem
Bildungsauftrag, die ja natürlich ein Fortbildungsangebot für Kulturinstitutionen anbieten, beziehungsweise auch mittlerweile Empowerment-Angebote eben für marginalisierte Kunst- und Kulturschaffende in Berlin auch. Und das ist ja eher so ein Teilaspekt von Fair Stage. Und wir sind ja eher Diversity Arts Culture total dankbar, dass sie eben auch ihre Expertise auf dem Bereich auch in das Projekt mit eingebracht hat. Damit die Frage beantwortet? Glaube ja. Dann die nächste Frage, wie geht er mit der Kritik am Begriff Fair um? Dass wir selber im Facebook auch damit umgehen können, aber wie geht er damit um? Ich versuche es mal. Also es gibt für mich ja immer in meiner kulturpolitischen Arbeit zwei Begriffe, nämlich die des Gerechtigkeitsbegriffes und des Fairnessbegriffes. Und ich glaube, das sind die Begriffe, an denen ich mich jetzt immer langhange, weil Gerechtigkeit ist was zutiefst persönlich Emotionales, finde ich. Also was empfinde ich als gerecht in meinem Wertesystem? Wenn wir uns die Gerechtigkeitstheorien angucken, kann man das daher ableiten. Und fair bedeutet für mich, dass mir klar ist, es ist nicht alles gerecht. Das Geld wird nicht gerecht verteilt, ganz klar, sondern wir einigen uns auf Regeln, in denen wir fair miteinander umgehen und versuchen, es zu verteilen. Das ist aber meine sehr persönliche Antwort. Und daher könnte ich mir auch vorstellen, rührt auch Fair Stage, ne, als Augenzwinkern auch vielleicht ein bisschen. Vielleicht eher auch noch so die Frage, also was ist denn da, man kann das auf vielen Ebenen kritisieren, um welche Kritik geht es da in dem Fall? Dass es ein rassistischer Begriff ist, dass es hat einen Rassismus dahinten in der Geschichte, wo früher fair heißt eigentlich weiß, sauber heißt weiß, es ist fair. Das war die Kritik an uns, dass das Begriff nicht, und wir haben uns ziemlich viel diskutiert, ob wir uns weiter für Respekt nennen sollen oder wie gehen wir damit um. Genau. Das war, wie geht man, so ich glaube, in Deutschland ist man noch empfindlicher mit solchen Begriffen oder der Begriff freischaffend, glaube ich. Von der Nationalsozialismus war auch mal die Debatte und dann es ist, wie geht man damit um? Vor allem, ja. Ja, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, weil ich mir gedacht, dass es irgendwie vielleicht so die Perspektive auf den Begriff ist. Ja, darüber haben wir auch diskutiert. Ich finde das auch total wichtig, darüber zu sprechen. Es ist so ein bisschen schwierig dahingehend, weil, also ich denke, die Kritik ist total richtig. Wir hatten das auch im Beteiligungsforum schon mal gehabt und uns wurde das halt auch relativ früh am Anfang gesagt, dass der Begriff eben auch quasi so begriffshistorisch eben an dieses Fair, Light Skin und so weiter daran rekurriert. Hier in dem Fall hat es natürlich auch so ein bisschen so diese Anspielung auf sowas wie Fair Play und ähnliches. Ich habe da jetzt keine ganz gute abschließende Antwort. Also ich glaube, es gibt da so zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, dass dieses Projekt ja auch so eine zeitliche Befristung hat. Also ich glaube, so ein Projekt, das jetzt auch relativ kurzweilig ist, vielleicht könnte man damit noch einen Moment arbeiten, auch weil jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit ist, finde ich. Viele Leute kennen dieses Projekt jetzt unter dem Namen und so eine Umänderung, vielleicht führt das dann so zu Irritationen. Sowas finde ich immer total schwierig. Andererseits natürlich, wenn man auch sagt, wir merken jetzt, es muss langfristig irgendwie an dem Projekt weitergearbeitet werden oder ein anderes Projekt würde auf Fair Stage fußen, würde ich jetzt persönlich auch sagen, müsste man da auf jeden Fall auch nochmal dran an der Überschrift. Also im Kontext einer Langfristigkeit solcher Projekte finde ich es wichtig, dass da geändert wird, solche Begriffe dahingehend und dann auch nochmal so eine auch nochmal eine verstärktere Sensibilität auch auf bestimmte Begriffe hin. Ich finde auch nochmal wichtig, dass du auf den Begriff freischaffend rekurriert hast. Es gibt da nämlich eine Menge Begriffe auch eigentlich, über die man nochmal stärker nachdenken sollte. Ja, ich glaube, das zeigt halt vor allen Dingen, dass auch bei uns einfach irgendwie so Leerstellen sind und dass halt bestimmte Expertisen, wie wir gesagt haben, am Anfang einfach im Prozess gefehlt haben und das dann natürlich auch zu solchen Sachen führt, die halt total unglücklich sind. Aber ich kann jetzt auch keine elegante
Antwort dahingehend abgeben. Ich denke, dass es wichtig ist, so wie Fatima das gerade gesagt hat, offen damit umzugehen. Ganz offen zu sagen, genau, das ist uns jetzt passiert, der Begriff, so wie es bei uns auch war. Das waren vielleicht die Gründe, die aber nicht das entschuldigen sollen. Ich denke, das ist immer ganz wichtig, dass wir uns dann nicht in eine Verteidigungshaltung bringen, sondern offen bleiben, Awareness schaffen und den Kontext dieses Begriffes diskutieren und auch gerne verschriftlichen, dass das klar ist, dass das allen Menschen klar ist, die vor allen Dingen marginalisierte Perspektiven umfassen, dass sie dann sich nicht ausgeschlossen fühlen. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob es gibt noch Fragen. Sonst die letzte Frage wäre, konntet ihr uns eure PowerPoint-Präsentation im Anschluss als PDF zur Verfügung stellen? Fragt jemanden im Publikum, ob das möglich wäre? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Warte, was ob wir das dürfen? Das weiß ich nicht. Also die ist jetzt ja nicht sonderlich spannend gewesen. Da steht ja im Prinzip nur das drin, was ihr im Maßnahmenkatalog, ich finde den ja fast interessanter für euch. Aber wir fragen das mal nach. Und okay, das heißt, wir würden uns... Ja, also wir fragen das mal nach. Gut, und wir würden uns per E-Mail finden mit einem Blogbeitrag und falls es möglich wäre, dann vielleicht ein Link zu einer PDF-Präsentation mit Video. Soweit, so gut die Frage. Gibt es noch eine letzte Frage? Sonst würden wir langsam abschließen. Wenn es keine, etwas im Chat. Ja, Marcel hat was, genau. Den Blog über Thema Fair, das wir publiziert haben von Milena Sintobel. Du fragst, Marcel, welches Wort könnte den Begriff Fair ersetzen? Wir haben da total lang auch drüber gesprochen, tatsächlich im Hinblick auf den Maßnahmenkatalog, weil wir auch von guten Arbeitsbedingungen sprechen und da auch gesagt wurde, ja, gute Arbeitsbedingungen ist auch irgendwie ein schwieriger Begriff. Hm. Genau, ich glaube, am Ende des Tages ist halt eben klar, dass fair begriffshistorisch halt ein rassistischer Begriff ist und das reicht so als Begründung. Deswegen kommt er auch im Text übrigens, im Text kommt er auch weiterhin dann nicht mehr vor, das haben wir jetzt vergessen zu sagen. Also das Projekt heißt so, aber wenn man jetzt in den Maßnahmenkatalog hineinguckt, haben wir da auch eben schon als Reaktion darauf gesagt, okay, dann nehmen wir das nicht mehr als Arbeitsbegriff. Ne? Also wir sprechen auch nicht von fairen Arbeitsbedingungen, sondern von guten Arbeitsbedingungen. So, damit es halt eben auch nicht weiterhin reproduziert wird an der Stelle. Und dann kam eben auch die Frage, ja, ist denn gute Arbeitsbedingungen da auch der richtige Begriff? Mhm. Und ich glaube, also so, ich kann jetzt für mich sprechen und sagen, so, ich habe da keine endgültige Antwort. Ich glaube, es ist, ich glaube, es sind mehrere Sätze, die man dafür sagen muss, weil die Arbeitsbedingungen, die wir uns wünschen, stellen sich aus vielen Dingen zusammen, dass es auskömmliches Honorar für alle gibt, dass alle sicher und gewaltfrei arbeiten können, dass Rassismus, Antisemitismus, Ableismus und so weiter abgebaut wird und dass es eben quasi auch eine Kultur der Zusammenarbeit gibt, in der man sich stärkt und solidarisch ist. Also so für mich persönlich wäre es eigentlich eher ein Absatz, in dem man das so zusammenfassen kann. Sehr gut, vielen herzlichen Dank für diese ausführliche Antwort. Und dann, wenn man noch weiter Interesse hat, kann man bei euch melden. Und dann übergebe ich jetzt das Wort Nadine für das Abschlusswort. Danke. Super, bevor wir diesen Anlass beenden, möchten wir euch von Fairspec her gerne noch auf unsere nächsten Veranstaltungen aufmerksam machen. Denn es geht schon bald weiter am 2. April mit einer Online-Veranstaltung zum Thema Verantwortung, Kodex für Institutionen. Und dort wird die praxisnahe Verbindlichkeit von Kodex für Institutionen diskutiert. Und es findet aber auch schon ein Austausch statt mit unseren Erfahrungen mit ersten Institutionen, wie wir versuchen, den Kodex umzusetzen. Dieser Anlass ist bestimmt nicht nur für Leute gedacht, die in Institutionen arbeiten, sondern ist auch für Menschen aus der freien Szene interessant, also meldet euch noch an. Und weiter geht's dann vor Ort in Bern im Rahmen von Aua wir leben am 7. Mai. Diese Veranstaltung dort, die heißt Von Visionen zu Zielen. Und dort werden konkrete nächste Schritte angedacht und diskutiert, die bereits auch versucht wurden mit unserem Kodex. Und am Abend gibt es dann noch eine
Disco und dort ist Versbeck dabei mit den Elephants in the Room. Diana, möchtest du direkt noch was zu diesen Elefanten sagen? Ich muss sagen und ergänzen, dass die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit M2Act im Rahmen von diesen Tagen am Morgen, am Nachmittag und danach. Wir wollen über den Elefanten im Raum sprechen, weil er ist immer da und wir sprechen nicht darüber. Deshalb seid ihr herzlich eingeladen, mit uns einen Drink zu trinken in das Festivalzentrum und sich überraschen lassen, was der Elefant zu sagen hat oder auch nicht. Eine weitere Veranstaltung findet dann in Zürich statt. Die ist am 11. Juni und die wird konzipiert von Brandy Butler und Mandy Abou-Shock. Und das wäre schon alles noch bis zur Sommerpause, ist also noch einiges los. Wenn ihr weitere Informationen sucht oder Leute kennt, die den Kodex noch nicht unterzeichnet hat, alle Informationen findet ihr nach wie vor auf unserer Website versbeck.ch. Und ich denke, für heute bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch allen zu bedanken im Namen von Versbeck für eure Teilnahme, für eure Zeit. Das ist sehr wichtig, denn nur so kann dieser Kodex auch weiterleben. Und wir wünschen euch allen ein ganz schönes Wochenende. Danke.